Julia, danke, dass du dir auch ein bisschen Zeit nimmst für uns, um über dein Jahr 2023 zu sprechen. Erst kürzlich warst du in Wimbledon im Einsatz, in der ersten Runde leider Gottes gescheitert. Jeweils ein Breakball-Satz war dann zu viel gegen Danielle Collins. Gib uns vielleicht auch ein bisschen einen Einblick in die Emotionen und wäre die zweite Runde drinnen gewesen? Ja, natürlich bin ich mit dem Wimbledon-Ergebnis nicht zufrieden. Aber ich hatte davor ein paar schwere Wochen. Ich war verletzt, habe sicher nicht so trainiert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und auch die Danielle Collins in der ersten Runde ist natürlich nicht eine Gegnerin, die man unbedingt möchte. Sie hat sehr viel Grand Slam-Erfahrung, was ich einfach noch nicht habe. Und das Ziel ist, dass ich das sammle. Und ja, dann war ausschlaggebend im Prinzip ein Break pro Satz. Sie hat es gemacht. Ich habe in beiden Sätzen Chancen gehabt, die leider nicht gemacht. Und auf Rasen sind einfach so Kleinigkeiten entscheidend. Und das waren im Prinzip dann zwei Punkte, die das entschieden haben, ob es 4-6 war zweimal oder 5-5. Jetzt hast du schon diese körperliche Komponente angesprochen, dass du ein bisschen angeschlagen gewesen bist vor dem Turnier. Auf der anderen Seite war es mental sicher auch nicht so einfach mit diesen Regenpausen, dass man sich immer wieder warm halten muss, mental auf der Höhe bleiben muss. Wie hast du da probiert, das Maximum aus dir rauszuholen und auf der Höhe zu bleiben? Ja, das war extrem schwer für mich. Ich hab immer langsam gestartet und sie war immer die ersten paar Games, hat sie echt gut gespielt. Und ja, ich meine, für mich war das komplett was Neues. Ich hatte das so noch nie. Und ja, ich versuche aus dem zu lernen und das nächstes Mal besser zu machen. Wenige Wochen zuvor bist du in die zweite Runde eingezogen bei einem Grand Slam Turnier zum ersten Mal. Gib uns da vielleicht auch nochmal einen Einblick, wie du das Ganze für dich verarbeitet hast. War, glaube ich, auch ein positives Signal. Es kann funktionieren. Ja, natürlich mit den Wochen davor oder rund um French Open bin ich natürlich extrem zufrieden. Ich habe vor French Open mein erstes Finale auf der WTA Tour gespielt und das ganz knapp verloren, aber es war trotzdem ein Riesenergebnis für mich. Und dann natürlich erste Runde beim Grand Slam zu gewinnen, das erste Mal ist auch was Spezielles und ja, ich versuche natürlich, das in Zukunft öfters zu haben, aber es ist jetzt mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn man auch die ersten Monate in diesem Jahr hernimmt, waren die Ergebnisse ein bisschen überschaubar, bist nicht richtig gut reingekommen. Was war für dich der Dosenöffner? War es das Turnier in Charleston, wo du dann gemerkt hast, du kommst langsam in Fahrt? Ja, genau, war also auf jeden Fall schwierig, die ersten paar Monate. Natürlich muss man auch sagen, ich muss mich ein bisschen an das Niveau gewöhnen und ich glaube, ich habe das dann gemacht. Ich habe auch viel auf Hardcore gespielt und dann ja, erstes großes Turnier auf Sand war dann sehr erfolgreich. Ich habe dann gemerkt, es geht in die richtige Richtung, habe auch gut gespielt in Madrid und in Rom und auch bei großen Turnieren abgeliefert. Und ja, das ist für mich wichtig und auch gegen gute Spielerinnen zu spielen. Und genau das ist für meine Entwicklung einfach extrem wichtig. Jetzt erfolgt wieder der Umstieg auf Sand. Palermo ist das nächste Turnier. Gib uns generell auch einen Einblick in die nächsten Monate. Du hast auch einige Punkte zu verteidigen mit einem ersten Challenge-Erfolg im Vorjahr. Gibt es einige Punkte zu verteidigen? Was ist so dieses ambitionierte Ziel, was du dir vielleicht selber auch steckst? Ja, natürlich. Also nächste Woche Palermo. Dann ein 250er in Hamburg, beides auf Sand. Und danach ist noch ein bisschen offen, ob ich noch ein, zwei Sandturniere in Europa anhänge oder ob ich nach Amerika fliege. Und ja, ich meine, Punkte zu verteidigen ist klar, ist immer schwierig, aber ich versuche mich auf meine Entwicklung zu konzentrieren. Und das Ziel ist es, dass ich die großen Turniere spielen kann, dass ich Top 100 bin. Und wenn ich mich verbessere, weiterentwickle, dann werden die Ergebnisse auch kommen. Die Zusammenarbeit mit Günter Bresnik hat sicher auch dazu beigetragen, dass du vielleicht schneller dort bist, wo du jetzt stehst. Welchen Anteil hat er für dich auch an diesem Erfolg oder inwiefern hat er dich weitergebracht? Welche Defizite hat er vielleicht auch behoben? Ja, natürlich hat der Günther einen extrem großen Anteil an meinem Erfolg. Ich meine, es ist ein Privileg, mit dem Günther zu trainieren. Er hat so viel Erfahrung und so viel Wissen einfach. Und ich glaube,
mein Spiel passt auch ganz gut dort rein und ich glaube, er kann mir da extrem viel weiterhelfen und das hat er gemacht. Und ja, natürlich ist in Zukunft das Ziel, das noch weiter anzutreiben. Mannschaftlich wollen wir das Ganze auch noch abschließen mit dem Billie Jean King Cup. Anlässlich dieser Pressekonferenz haben wir erfahren, dass ihr Multiversum in Schwächert aufschlagen werdet. Du hast auch schon gesagt, dass du dabei sein wirst. Wie groß ist da die Vorfreude und wie sehr geht man mit dieser Favoritenrolle gegen Mexiko auch im Vorfeld schon? Ja, ich freue mich extrem, in Österreich zu spielen. Erstes Mal für mich Billie Jean King Cup in Österreich. Das wird sicher was Besonderes, eine Stimmung, die ich noch nie erlebt habe. Und ich freue mich darauf. Natürlich sind wir Favoriten, aber man darf jetzt Mexiko oder kein anderes Land unterschätzen. Deswegen, wir haben ein gutes Team, werden alles geben und dann sind wir sicher gut vorbereitet. Wie wichtig waren da auch die Erfahrungen gegen die USA, wo du gegen Coco Gauff und auch Jessica Pegula verloren hast, aber durchaus angedeutet hast, dass du phasenweise ganz gut mithalten konntest? Ja, ich meine, jedes Match gegen eine Topspielerin hilft mir in der Situation extrem weiter und ist wichtig für meine Entwicklung.